Das Jugendhaus Mitte in Stuttgart. Seit ihrem 13. Lebensjahr ist Vanessa Fritz ehrenamtlich aktiv und hat schon früh Jugendgruppen geleitet. Jetzt, mit 22, gibt die Studentin ihre Erfahrungen an andere Jugendliche weiter und wirbt als Botschafterin für ein besonderes Projekt. Mitmachen, Ehrensache, Jobben für einen guten Zweck. Ich glaube, viele Jugendliche, die haben einfach das Bedürfnis, wie ich damals, Spaß zu haben und andere zu unterstützen, wissen aber nicht genau, wie kann ich das machen oder wo kann ich das umsetzen. Und haben da jetzt auch noch kein Wort dafür, dass sie sich ehrenamtlich engagieren wollen, aber sie spüren halt, dass sie was bewegen wollen. Bei Mitmachen Ehrensache arbeiten Schüler einen Tag lang in einem Betrieb ihrer Wahl und spenden danach ihren Lohn an ausgewählte Sozialprojekte. Auch Vanessa hat an dem Aktionstag schon mehrfach teilgenommen und in sozialen Einrichtungen gearbeitet. Man hat so das Gefühl, heute mache ich was richtig Sinnvolles. Heute wache ich auf und tue was Sinn macht. Und tue selber, ich glaube, ganz viel, was mir immer viel geholfen hat, war dieses Gefühl, dass ich was bewirken kann. Jährlich nehmen über 10.000 Schüler an dem Aktionstag in Baden-Württemberg teil. Das ist auch dem großen Einsatz von Vanessa als Botschafterin zu verdanken. Gabi Kirchner leitet das Aktionsbüro seit über 10 Jahren. Sie hat eine Fähigkeit, auch andere anzustecken, mit ihrem Engagement andere mitzunehmen für ehrenamtliches Engagement. Und diese Begeisterungsfähigkeit, die, finde ich, zeichnet sie wirklich aus.